damit willkommen zurück zu Heavy Rain. Im letzten Part ist ja die andere da abgesoffen, weil wir da leider nichts machen konnten. Keine Ahnung, was man da hätte machen können, um die zu retten. Keine Ahnung, das ist mir auch egal in dem Moment. Wenn es für die Trophäe wichtig ist, dann werde ich an der Stelle nochmal spielen. Aber ich muss erstmal gucken, ob ich die Trophäe überhaupt mache. Weil das ist ja immer so eine Sache. Ob ich mir die Mühe machen möchte. Und hier sehen wir ein Beispiel. Ich meine, klar, in dem Moment handelt er richtig, finde ich. Aber hier sehen wir, warum wir zum Beispiel ein Land ohne Waffen brauchen. Ein Land ohne Waffen könnte vielleicht auch ein Land ohne Gewalt sein. Ich weiß halt auch nicht, ob das dann daraus hinauflaufen würde, dass wir so ein Land haben wie Nordkorea. Aber ich weiß nicht. Nicht weiter! Ich schieße! Blöder Wichser! Bitte, tun Sie... Mistkerl, Lauren ist tot. Sie haben sie getötet. Halt, halt, bitte. Ihr gestörter Sohn ist der Mörder, oder? Er ist der Killer. Nein, er ist unschuldig. Er ist kein Killer. Kein Killer. Sie Scheißlügner! Raus mit der Wahrheit! Ich überlege, ihn wirklich am Leben zu lassen. Ich weiß nicht, ob man da eine Wahl hat. Letzte Chance. Ich weiß nichts! Ich schwör's! Ich weiß überhaupt nichts! Stopp! Stopp! Bitte! Ich packe aus! Ich sage alles. Gordy. Gordy wollte nur Spaß, okay? Er wollte sein wie der Origami-Killer. Andernfalls, ich glaube, ich muss ihn... So lange unter Wasser gedrückt. Ein Unfall. Ein dummer Unfall. Ich habe halt Angst. Ach nee, ist egal. Ich verschone ihn. Der wird mich zwar wahrscheinlich hinter Gitter bringen, mit seinem einflussreichen Leben, aber naja, was soll's. Was es auch war. Gott. Gordy ist mein. Okay, jetzt kann ich sowieso nicht mehr gehen. Mach. Der Junge, das Opfer. Oder? Er zählt nicht. Eine Straßenratte aus der Gosse. Sie widerlicher Haufen Scheiße. Was ist mit John Shepard? Warum die Blumen auf seinem Grab? Mir gehörte die Baustelle, wo er umkam. Ich vergesse es nie. Seit 30 Jahren bringe ich Blumen dorthin. John hatte einen Bruder. Was ist mit ihm? Ich weiß nicht. Adoptiert, glaube ich. Die Mutter. Fragen Sie die Mutter. Sie heißt Anne. Anne Shepard. Die kleine Lauren war eine Hure. Vergessen Sie sie. Arbeiten Sie für mich, Shelby. Ich zahle gut. Dann können Sie alle Mädchen haben. Halten Sie verdammt das Maul. Kapiert? Schnauze. Mein Herz! Mein Herz! Schnell! Meine Tabletten! Die Schublade da!
Danke für die Rettung. Ich bereue es schon. Ich habe im Übrigen nochmal auf den Streamplan, den YouTube-Plan geguckt. Ne? Nach Heavy Rain ist sowieso erstmal eine zweimonatige Pause von den nächsten Quantic Games, Quantic Dream Spielen. Also passt das gut, weil ich ja gesagt habe, ich mache eine Pause danach. Wer gesagt, wer denn den YouTube-Plan dieses Jahr wissen möchte, kann ja auf den Community-Tab gehen auf dem Kanal. Da habe ich ein Bild gepostet. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. Ich weiß bloß nicht, wie ich auf das Datum komme. Ne? Ich habe auf den Plan eingeschrieben, 17.3. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf kam. Ja, das könnte man sagen. Oh, also nach hier, nach diesem... Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer. Sie erinnert sich kaum noch an etwas. Erstmal eine längere Pause. Aber sie wird sich freuen. Bestimmt. Und dann könnt ihr euch Ende des Monats auf SpongeBob Cosmic Shake freuen. Das werden wir nicht zu 100% spielen, aber wir werden es auf diesem Kanal spielen. Oder das Zeitpunkt, die Trophäen sind so einfach, dann spielen wir das natürlich mit 100% Trophäen. Und kleiner Fun Fact, sorry, dass man im Hintergrund einen Hund hört, aber ich kann das ja leider nicht unterdrücken. SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Das war damals das Projekt, was meinem Kanal, zumindest auf Twitch und YouTube, so ein bisschen geboostet hat, muss ich sagen. Weil ich hatte damals hatte ich noch sämtliche Spiele auf Disc vorbestellt, ne? Und SpongeBob Battle for Bikini Bottom, das kam bei mir, glaube ich, eine Woche vorher an. Und dann habe ich das schon angefangen zu streamen, weil ich es halt schon früher bekommen habe. Und dann hatte ich übelst viel Zuschauer. Das war auch mein erster Raid auf YouTube, auf Twitch. Der erste Raid, den ich jemals bekommen habe, da hat irgendein Streamer mich geraidet, weil ich das halt schon gespielt habe. Ich glaube, die Stream-Auszeichnung existiert auf YouTube noch, aber ich glaube, Part 1 musste ich löschen, weil THQ da so ein bisschen Stress gemacht hat. Ist ja auch klar. Aber weißt du, das verstehe ich wiederum nicht. Es gibt Leute, die streamen Sachen vom Publisher aus, 2 Wochen vorher oder so. Da ist kein Problem. Aber wenn du als Normalo mal ein Spiel glücklicherweise eine Woche vorher kriegst, dann bist du der Angearschte. So, aber jetzt genug Off-Topic-Talk. Das können wir ja dann machen, wenn es soweit ist. Wir spielen jetzt hier erstmal Heavy Rain weiter. Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepard, Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich habe gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Erinnern Sie sich, Mrs. Shepard? Wissen Sie noch, dass Johns Zwillingsbruder nach dem Unfall zu Pflegeeltern kam? Wie hieß die Pflegefamilie? Ich wollte einen Fernseher haben für mich. Sie sagten, das Geld reicht nicht. Schade. Ich liebe es, Fernsehen zu schauen. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Warum kann ich denn jetzt nichts mehr auswählen?
Hä, warum kann ich jetzt nichts mehr auswählen? Das Ding ist, wenn die Auswahlmöglichkeiten hier um mich rumkreisen, dann sehe ich manchmal nicht, welchen Knopf ich drücken muss. Sie bekommen nicht oft Blumen, Mrs. Shepherd. Nein, aber ich liebe sie. Mein Sohn weiß, dass ich sie liebe. Er wird mir welche bringen. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Ach, Sonderwünsche haben, oder was? Wir haben 3 Versuche anscheinend. Der Hund? Was könnte sie denn mögen? Ich würde sagen, der Hund. Wir haben 3 Versuche, glaube ich. Oh, sie können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Okay, Hund war scheinbar richtig. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Oh, hier liegt ja sogar was. Machen Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, ihre Jungs, Mrs. Shepherd. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn. Meinen Johnny. Ich glaube, ich habe zu lange getrödelt mit der Kacke. Vor allem da oben steht doch ein Fernseher. Hä? Die sagte, sie kriegt keinen Fernseher. Da oben ist doch einer. Naja. Ich glaube, hier können wir nichts mehr machen. Ich glaube, ich habe meine Chance verpasst. Ich kriege nicht raus, wie er heißt. Ich vermute mal Max. Oh, das ist doch kacke. Das ist halt, warum wackeln die denn mit den Auswahlmöglichkeiten da rum? Können die das nicht einfach still lassen, dass ich gucken kann, aha, ich muss Viereck drücken oder so? Ich weiß es doch nicht. Warte, kann ich die Blumen klauen? Muss doch keiner wissen. Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel. Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen?
Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Hm. Und was ist mit ihrem anderen Sohn? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Bekommt sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die Erste hier. Oh, nee, das ist aber nicht schön. Wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Stell dir vor, du vegetierst vor dich hin, 10 Jahre, kein einziger. Das ist doch kein Leben, also wirklich. Deswegen denke ich mir so wirklich, wenn ich irgendwann mal alt, verbittert bin. Ich habe zwar noch meine Geschwister und ich bin froh, dass ich sie habe. So ein bisschen. Aber das ist doch nicht schön, wenn dich keiner besucht. Oh ja, ich kann die Blumen klauen. Das ist doch kein Leben. Stell dir mal vor, du bist alt, verbittert, hast keinen mehr und lebst nur noch alleine vor dich hin. Das ist mal, finde ich, nicht schön. Da würde ich am liebsten auch abdanken, wenn ich ehrlich bin. Eine schöne Orchidee. Meine Söhne haben sie sehr geliebt. Ach, jetzt spricht sie von zwei. Sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Er muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Vielleicht glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Und ich glaube, hier kommt der Plot-Twist des Todes, oder? Wie war denn der Name? Erfährt man das? Ich weiß es, wie gesagt, ich habe das Spiel vor sieben Jahren gespielt, 2016, glaube ich, als es rauskam für die PlayStation 4. Ich habe nicht mehr so viele gute Erinnerungen dran. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nur noch grob. Oder ist dein Bruder doch hier, der Typ hier? So, jetzt kommt, was, woran ich mich aber tatsächlich noch erinnere, ist die letzte Prüfung für die letzten Buchstaben. Und ich muss es leider tun. Egal, was jetzt auf uns zukommt. Beim ersten Playthrough habe ich abgelehnt, aber es gibt noch 2 Trophäen, die ich hier haben möchte. Das muss oder so tatsächlich. Und ich sag mal so, wenn man so ganz weit Überlegungen macht, ist das tatsächlich die bessere Wahl, wenn man Ja macht. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Die letzte Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Los, jetzt schnell.
Ja, ich habe das tödliche Gift nicht genommen im ersten Playthrough. Warum auch? Aber in seiner Situation ist es vielleicht besser. Dann bleibt das Kind bei der Mama. Er hat es ja sowieso beim Vater schwer gehabt. Ganz ehrlich. Ah, naja. Die letzten Buchstaben sind jetzt auf Ihrem Telefon. Na, nutz die Zeit, los. Du hast ja nicht mehr ganz 60. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich. Wir haben nur noch Stunden, um Sean Mars zu retten. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Genau hier vor meiner Nase. Das Kind ja, wird sterben. Die zwei weitere Trophäen erhalten. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, bei Spielen, wo ich entscheiden kann, solche Entscheidungen zu treffen. Da bin ich überhaupt kein Fan von, aber ich muss es tun. Für na, die Trophäen. Haben Sie schon geparkt? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Hat auch vielleicht was Gutes, wenn er dann doch verhaftet wird. Wegen Unschuldigkeit, dann stirbt er halt wenigstens. Blake! Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich habe den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Jetzt hör auf, das Ding zu nehmen, Junge. Lass mir doch die Wahl. Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. AI war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Vielleicht ist irgendetwas drauf? Das Schwert war schon in Pacos Büro. Hat nichts mit dem Killer zu tun.
Eine goldene Uhr. Ich bin sicher, ich habe die schon irgendwo gesehen. Ja. Die Uhr, die bei der Beförderung zum Lieutenant verschenkt wird. Der Killer ist ein Cop. Sieht so aus, als wäre der Killer ein Cop. Carter Blake. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sackgasse und Ethan Mars der Hauptverdächtige. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Ich habe ja ein Zeitlimit, ein indirektes. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ, fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Ich weiß nicht, ob er es ist, ob ich ihn jetzt schon beschuldigen kann, weil ich keine Beweise habe. Ich muss, glaube ich, das Video nochmal analysieren. Oh, er blutet schon aus den Augen. Ich glaube, es ist nicht mehr gut.
Ich weiß halt nicht, ob er es ist. Wir müssen jetzt, glaube ich, langsam. Ich finde hier nichts. Ich kann nicht mehr. Ich weiß halt nicht, ob er es war. Ich habe halt wirklich nur geraten, weil ich es nicht mehr weiß. Ist lange her. 7 Jahre, glaube ich. Warte, Scotty heißt nicht so dieser Privatdetektiv? Ja.
wann war er das denn? Also er ist es offensichtlich, ja. Aber wir haben doch die ganze Zeit ihn gespielt. Hä? Er ist hinter, und in dem Moment, wo er hinter ist, haben wir ihn doch auch hinterlaufen sehen, da haben wir ihn doch auch gespielt. Also er ist es tatsächlich. Gut, dass ich Blake nicht beschuldigt habe. Du hast es nicht verlernt. Die Wohnung des Origami-Killers. Es muss einen Hinweis geben, wo Sean Maas ist. Er war früher ein Cop. Wusste wahrscheinlich genau, wie eine Untersuchung geführt wurde. Ich dachte schon, ich habe was gefunden. Wäre ja ein Klassiker gewesen. Eine Polizeiuniform. Dein Freund und Helfer. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform.
Hier hat er die Orchideen gezüchtet, die er auf die Brust der Opfer gelegt hat. Sean Mars. Der Geisteskranke sieht ihm beim Ertrinken zu. Eine Art Schacht füllt sich mit Regenwasser. Er stirbt langsam durch den Regen. Viel Zeit ist nicht mehr. Es muss einen Hinweis geben, wo der Schacht ist. Shit, ich brauche das Passwort. Wie arbeitet das Hirn von diesem Irren? Es muss etwas mit seiner Kindheit zu tun haben. Wie hat er früher diese Papierhunde genannt? Ich hab's. Max. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Was in aller Welt ist das denn? Eine Adresse. Da muss Sean Mars sein. Schnell, keine Zeit verlieren. Lass mich raten, jetzt kommt er rein. Naja. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott? All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Schnauze! Sie verstehen das nicht. Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Scott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los, rein da. Ach, das meinen die mit vier Leute überleben. Selbstmord. Überleg dir was anderes, Madison. Das muss man doch irgendwie überleben, oder nicht? Schade. Aber wie gesagt, das ist jetzt eh egal. Vielleicht überlebt sie es ja.
Man hätte sich doch irgendwann, die hätte doch an dem Regenbogen unterrutschen können. Egal, wie gesagt, das ist jetzt nicht schlimm. Ich werde das sowieso mit einem anderen Playthrough machen. So, und ich sehe schon, wir müssen hier, glaube ich, einen längeren Part machen. Das heißt, mir wird ein bisschen, also dieser Part wird, glaube ich, ein bisschen länger gehen, dass wir das Finale noch mit drauf kriegen, glaube ich, wenn ich das nicht schaffe. Aber dadurch wird halt, glaube ich, die 60 Frames wegfallen oder so. Also ich werde es natürlich mit meinem Schnittprogramm machen. Aber da ist immer ein bisschen Qualität ein Buser. Schon antworte. Stirb nicht, Sean, bitte. Atme. Du musst atmen. Sean, oh, Sean. Oh. Ja. Du bist nicht tot. Dad, ich hab gewusst, dass du mich rettest. Sean, hör zu. Du bist das Beste, was mir jemals passiert ist. Hör mir zu, was auch kommen mag. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Ich bin nicht tot. Das Gift soll jetzt wirken. Und ich lebe. Ach, war das Gift kein Gift? Na dann. Sohn zu retten. Wer sind Sie? Sie kennen mich nicht, Ethan. Aber ich kenne Sie.
tun, was meiner nicht konnte. Sich selbst zu opfern für seinen Sohn. Oh, ich suchte und suchte und suchte. Doch alle versagten. Und dann dachte ich an sie. Für diese Morde. Nur um einen Vater zu finden, der seinen Sohn rettet? Nur für einen Vater? Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein? Wisst ihr, ich habe mit meinen Opfern gelitten. Zu Gott verdammte Scheißirre! Nur zu, Sie können mich töten. Es ist mir egal. Sie haben geschafft, was ich wollte. Das Spielchen ist jetzt endlich vorbei. Ich habe meinen Sohn. Sie haben keine Macht mehr über mich. Jetzt müssen Sie sich ihren Albträumen allein stellen. Ach, ich werde das jetzt so machen, sollten Credits kommen, jetzt schon die Credits kommen, weil ich habe nur noch 5 Minuten, glaube ich, bevor ich die Aufnahme dann doch verlängern muss. Dann werde ich die Credits rauslassen. Ich sage an dieser Stelle schon mal, bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Das müsste SpongeBob sein, The Cosmic Shake. Geh nicht weg. Du musst die Tür aufkriegen, damit wir rauskommen. Lass mich nie wieder allein, Dad. Hörst du? Nie wieder. Was gehst du auch mit fremden Leuten mit? Bist du doch selber schuld? Nie wieder. Denken doch jetzt nicht ernsthaft, dass er es ist. Nein, oder? Der ist doch nicht schuldig. Bist du bescheuert oder was? Das ist ein dummer Kopf, Alter. Kein Wunder, dass die niemand leiden kann. Unbeliebtester Job aller Zeiten. Ich glaube, wäre ich mit Madison entkommen, hätte er auch überlebt. Aber dieses Ende hatte ich, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht, dass er in meinem ersten Playthrough erschossen wurde. Teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Mars lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde.
Sean Mars wurde bei den alten Docks aufgegriffen, erschöpft und desorientiert. Man nimmt an, dass er seinem Entführer, dem Origami-Killer, entkommen ist. Die Ermittler konzentrieren sich nun darauf, den Jungen durch einen Kinderpsychologen befragen zu lassen. Man ihr habt einen unschuldigen Menschen getötet. Wunderbar, habt ihr toll gemacht. Die Polizei hat noch immer... Ich werde schneiden müssen, das nützt nichts. Dann haben wir einen kleinen längeren Part, bisschen Qualität geht flöten, aber was soll's, nützt ja nichts, wenn ich es nicht schaffe rechtzeitig. Bis gleich. Keinen Hinweis auf die Identität des Origami-Killers. Sie tappt weiterhin im Dunkeln. Tragischerweise forderten die Ermittlungen im Origami-Mordfall das Leben von Madison Page, einer jungen Reporterin, die mit dem Fall beschäftigt war. Uns erreicht eben die Meldung, dass der Origami-Killer-Fall ein tragisches Ende genommen hat. Ethan Moss, Vater des entführten Jungen und mutmaßlicher Origami-Killer, wurde bei einem Polizeieinsatz erschossen. Die näheren Umstände der Tragödie sind noch nicht bekannt. Jedoch wurden Captain Leighton Perry und Lieutenant Carter Blake vom Dienst suspendiert und erwarten eine interne Ermittlung. Interne Ermittlung reicht nicht. Also sowas verdient lebenslange Haft. Man muss erstmal richtig ermitteln, bevor man hier einfach sinnlos rumschießt. Der Typ hat überhaupt kein Recht, Polizist zu sein. Wenn er nur auf Schießen, Schießen, Schießen aus ist, ohne Beweise. Den ganzen Playthrough, nur aggressives Verhalten, dieser Typ macht mich wahnsinnig. Komm schon, wir müssen gehen. Hätte ich ihn erschießen müssen? Ist die Frage. Madison Page wurde heute auf dem Friedhof Charity Cross beigesetzt. Ihr heldenhafter Tod im Entführungsfall Sean Mars hat landesweit einen tiefen Eindruck hinterlassen. Kollegen von der Presse erwiesen der mutigen Journalistin, die ihr gegen der Wahrheit suche opferte, die letzte Ehre. Britney Sanders, ICN. Okay, Britney, ist im Kasten. Na toll, los weg hier. Typische Reporter. Vor der Kamera, schöne Welt. Danach, oh, bloß weg hier. Haben Sie sich das wirklich gut überlegt, Norman? Sie haben eine vielversprechende Karriere vor sich. Es ist schade, dass... Bei allem Respekt, Sir. Das habe ich getan. Ich brauche sowas wie ein normales Leben. Ich habe mich da viel zu sehr hineinziehen lassen. Ich brauche Abstand. Für eine ganze Weile. Werden Sie zum FBI zurückkehren? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts versprechen. Sie können Ihr ARI behalten. Das Modell wird abgesetzt. Nächsten Monat kommt ein neues. Ich denke, ich werde es lieber zurückgeben. Es ist wirklich sehr verlockend, aber es wird mir wenig helfen. Da, wo ich hingehen werde. Da draußen. Ich glaube, der hat bei mir nicht überlebt. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass der in der Credits bei mir eine Rolle hatte. Was Sie suchen, Norman. Das hoffe ich auch. Ich glaube, wenn ich nochmal einen Playthrough machen würde, müsste ich alles vermasseln, sodass ich nicht weiß, rausfinde, wo der seinen Sohn hat.
Weil es gibt eine Trophäe, sehen sie alle enden. Und das ist halt das, wo ich denke, nee, dann müsste ich das ja nochmal spielen. Und diese Trophäe ist halt auch das, was mich daran hindert, jetzt nochmal eine Platin zu machen hier. Ich habe nicht wirklich Bock, das nochmal zu spielen. Höchstens in einem Jahr vielleicht nochmal. Ah, okay, die Credits. Kann man die skippen? Nee, okay. Gut, da ich ja sowieso erst angefangen habe, hier einen Videoschnitt zu setzen, lassen wir das an der Stelle, die Credits auch völlig durchlaufen. Vielleicht kommt ja noch was nach den Credits, ich weiß es nicht. Oder vielleicht kriege ich noch die eine oder andere Trophäe. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Ciao. Stay back.